Moin, hier sind wir darum bei einem neuen Man's Play. Wird erst natürlich präsentiert von mir Mats und von AATS.lu, All About Computer Solutions, alles was mit Computern an Internet Hosting zu tun hat. Jo, soweit das. Dann hat man das auch umgecheckt. Mal gucken, dass du die Sachen manchmal schicken. Auch ein bisschen können lehren. Ja. Wo wir hier flehren. Die Quest machen und die Quest machen. Ich gucken, dass man den auch die komplett Quest noch fertig kriegen. Oder die kleinen Quest hauptlos mal so nennen. Heuer sind wir da. Muss ich sagen. Alter, warum muss ich machen? Ich habe gesehen. Ich muss einmal klappen. An. Überzeugt euch selbst. Also, wenn wir schon viel geschafft haben durch die andere Mission, ungewollt, ja natürlich nicht gewollt, also aber mal gut, wir haben schon die Oven gesehen, da wo ablenkt, 14 von 20 am Platz, 0 von 20. Das ist eben so eine kleine Besonderheit, wenn die Region relativ nah ist, kann sein, dass verschiedene Gegner gleichzeitig gewertet gehen. Das fand ich also auch relativ gut gemacht. Nicht relativ, das ganz gut gemacht sogar. Tisch, da brauche ich nicht extra 300 Millionen Mal dasselbe zu killen. Was eigentlich kacke ist. Und dementsprechend können wir also Quest viel schnell fertig kriegen. Hey. Also 3, 4, okay, ich brachte 3, wir sind da 4, das ist aber egal. Und was wir dann lohn müssen zerstören, sind die Erde. Kommen wir noch in den Kampf? Gibt vielleicht ein bisschen die tricky, wahrscheinlich aus wahrscheinlich gut möglich. Oder? Oh doch. Nee, das ist nicht möglich. Jetzt hab ich schon gewonnen, wenn es ohne Kampf gegangen wäre. Ich soll mal, ich bewege mit einer kleinen fetten Arsch, soll mal heute. Ja, ich will immer noch trennen Tastdrücke wie bei Call of Duty. Ho ho ho. Bei den Epic Fail, das ist das. Tun schon Pummel so erwischt, das statt Volk man. Also, ab. Weil die wissen sowieso, was drum die andere Seite läuft. Was mein Kerl nicht gestorben. Was für selten ein Blick von nicht stirbt. Ah, abstrinken muss auch mal hinzusehen. Oh gut. Ja. Na, gestern hatte ich ja schon mal ähnlich. Schon zwar eigentlich ein oder zwei Video gemacht, aber als Flucht hat Schnitt gehabt. Mit dafür habe ich ein bisschen Call of Duty gezockt. Jo, irgendwo nicht gerne Kriegsspieler spielen, so Sachen. Ja, schon. Wohl mal Prestige gefangen. Vielleicht hat Ding so vorhin erklärt oder werden erklären. Weil ich Level 80 kommen sind. Und ich da auch einfach mal. Auch ein bisschen weiter gemacht.
Muss ich relativ gut Firo kommen. Ja. Du denkst. Muss halt ein bisschen hochklotzen und haut ein bisschen der Teil zu zocken. Ja, da ist so immer am knappsten da dort. Leck der Remi am Arsch. Ja, das tut's gut. Ah ja. Manchmal high up. Was ist denn? Mal gucken, wie viel Mensch manche dort schicken kann. Meine Problem ist, ich brauche noch einmal. Ja. Ich habe keine Eier mehr zum Zerstören. Da sind wieder Eier. Sie sind gespawnt. Ich hatte es so gut gesehen. Historische Tat. Doran. Gucken wir, dass wir noch Eilern kommen in ihrem Kampf. Zeit, dass die einer Tussi mal kriegen. Ah, immer Teil machen. Gut. Na gut. 3, 2, 1. Fertig. Ja, ich bin immer im gefroht, mein Interface, wie ich das gemacht und nee, weil jetzt gibt es Skinny gefroht von den Leuten. Die kommentiert nicht, die liked nicht, die macht gut nicht. Bis in den Zeitpunkt, wo ich mal einer zur Job geholt habe. Fand ich ein bisschen traurig. Ulgo. Oh, schön zu haben, löst ab. Mal gesehen. Sie geholt war schon, dass sie doch keine Ungo-Streitkraft hat. Sie sagt ja nichts. What the fuck? Machen wir das einfach. Ah ja. Ich gebe ja schon gerne mal ohne zum Wissen, ob du für was nicht tun. Du hast da was mehr. Und der Schnitt kann der Schnitt bieten. Also. Ja, stell ich mal die Quiz, gucken ob Bema eventuell vielleicht einen Kommentar drauf schreibt. Also. Dann fährt sie Killer auch vielleicht. Dann fährt kein Schiss, wann ich einen Kommentar gesehen. Andere wird so ein Standfahrt nie dann. Also. Ein Halbglatz wird 50 hoher. Wie viel wird ein Ganzglatz? Überleben mein Kerl. Hm? Da das mein Beitrag haut gewischt. Wollte ich einfach mal viel lang kommen zu. Na, ich gucken, wann Schlohai die alte Season aufgedreht tun.
Kann doch mit einem Botschafter noch weitermachen. Kann doch mit dem ein bisschen zocken. Ich könnte noch Lot zocken, für Topnamen zu machen. Aber ich muss Questen für dich dann, dann muss ich Topnamen machen. Aber das ist ein bisschen mehr zeitaufwendig. Ich lass mal so sagen, da haben wir noch nicht. Nee, da links, da muss ich noch ein bisschen machen. Und ich gebe gerne weiterspielen, nee. Wie gesagt, ich muss 50 Folgen insgesamt an der Season drehen, das ist nicht gerade wenig als das. Bis ich die 50 aufgedreht tun. Ah, wenn ich noch ein bisschen da knien, dann geht das schon. Gehen wir da doch hin. Der Wookie. Wookie auf der Dookie. Problem, dass man immer nach so Call of Duty will spielen. Ja, das Spiel hat mich so richtig angefixt. Merci, Maggot. A.K.A. Nemesis. Alles Ding schuld. Ah, boah, schön, ich lache ein Stopp. Uhu, bis nicht überleben, wann ich spielt. Ja, wie gesagt, vielmals merci, dass du mich auch gefixt hast. Waffenschilder gibt's noch, oder war der schon gefixt? Ich, nee. Schon schließlich die cool fand, war verschiedene Dinge, aber wenn ich gesagt, weil die kann machen. Aber ist mir ja auch ehrlich, wenn da besonders Formate guckt, sind alles aber nicht die beste Spieler. Es sind wirklich ein, so kleine Vollnups, ich mit mich mal Spaß. An der Kuh, Noob an hier und da, bla bla bla. Nee, hauptsächlich soll nicht Spielspiel, weil Spaß macht. Ich hatte auch schon so evaluiert, eventuell Storyline. Eben von der Call of Duty zu machen. Ich meine, interessiert Leute so viel wie Herpes. Gut. Nicht. So natürlich, mich. Ach, mich würde schon interessieren. Weil ich echt eh Sinn, wo gerne so Storyline möchte an hier und da. Also, wir halten nochmal ein kleines, dummes, kleines Kammermaul an, lächeln die mal noch, weil die was zu tun hat. Eindringlinge, die Basis benachrichtigen und Kampfpositionen einnehmen. Folterdroiden neu ausrichten und notfalls die Killix freilassen. Wir können es auch mit den besten Truppen des Feindes aufnehmen. Okay. Wollt ihr nur angeben oder wollt ihr auch schießen? Ich kann beides. Ihr habt eine große Klappe. Ich sollte euch die Droiden auf den Hals hetzen, wenn sie eine Pause von den Killix brauchen. Für Haus Ulgo! Für die Krone! Jo. Bei all denen Spieler fand ich immer das ist aber die Haupt... Wenn ihr so guckt, Personagen aber immer noch relativ menschlich ausgesehen, egal wie ihr ihn tölt. Die wissen, was ich mal meinen, sie sind eben wirklich humanoid gesehen aus. Und das, ja. Aber da gehen schon schneischen, aber ich weiß nicht, wann denke ich, auf verschiedenen Plätzen nur den aber irgendwo. Wo bist du so wie fischig ausgesagt und dann irgendwo auch noch ein bisschen viel mehr komisch ausgesagt, ob wo haben wir ihn? Das ist doch kein Dummy zu. Ganz am Anfang bei der Storyline von mir, die Botschafter, wo ich eben nur die stehende bewege, wo die Meister du kennst. Zum Beispiel den. Das fand ich auch cool. Mehr nur der war einfach nur egal eben zwei Hände, zwei Facebooken etc. pp. Ja, aber just Ding gesagt, bis nach aus. Ja. Schließlich sind wir mal hier cool, wenn einfach mal ein so ein achtarmigen Tentakel-Ding, die was zu Boden gibt, Ding oder einfach so ein geistliches Ding gibt, von drum schwirren, wie so ein Sphäre ist. Das wäre zumal nice. Das wäre cool. Da muss ich uns begrüßen. Weil das sind nicht alles, was eben mit zwei Beinen ausgestattet, sondern zwei Ehren.
sind wohl überzeugt, oh nein, Natur aus also, Jochen, so, wenn ich schon ganz allein guckt, Dr. Pussen. Wie nennt ihr schon 10. Oktober 8? Mit 8, M? Das wär schon mal nice. Können sie auch so machen. Jo, bei sowieso war heute raus, das ist wahrscheinlich der kleine Java schon lang rauskommen. Vom wie entweder ein Quest oder ich meine, die kann ich sich kaufen oder irgendwie so etwas mit der 10. Und irgendwann, den Event ist noch wahrscheinlich schon gelaufen, kann ich sich irgendwie einen Titel kaufen am Shop hier. Für 10 Kartellmünzen. LOL! Ich weiß mal, am Rewan, irgendetwas. Den werde ich mal wahrscheinlich aber kaufen. Ich weiß nicht, ob er Account übergreifen das. Und überall. Ja. Habt ihr Ulkos Schmerzfabrik gefunden? Ja! Sie haben Kilix gefoltert. Dieser Gestank und dieser Anblick. Einfach grausig. Hab nicht so viel Mitleid. Das Wichtigste ist, dass die Kilix-Angriffe aufhören. Es wäre aber eine Schande, diese ganze Technologie verkommen zu lassen. Ulgo hat sicher einiges über die Käfer herausgefunden. Jo, holen sie. Die Kilix sind Lebewesen. Aus dieser Art von Gewalt kann man nichts lernen. Die Kilix sind Tiere. Schlau, aber nicht dumm. So schlau. Shit. Vielleicht kann ich Ulgos Experimente nachstellen und die Kilix auf unsere Seite bringen. Versuch diese Daten und die Ausrüstung zu bergen. Bitte, was mir gibt, kann ich schon nicht machen. Ich werde das nicht wiederholen. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass empfindsame Lebensformen gefoltert werden. Wie ihr wollt. Ihr denkt auch wirklich nur an euch selbst. Ihr solltet dort verschwinden. Trefft mich beim Kommandoposten zur Nachbesprechung. Kein Problem, es ist schon tot. Und da können wir ihm ein dick Fett auswischen. Und das machen wir auch noch. Noch so ein kleines Resümee. Das ist ein Planet, wo ich nie komplett fertig gequestet habe, das ist Illum. Und ich nie ganz fertig gequestet. Wenn wir wieder kommen, das gibt witzig, das. Aber so richtig. Ich weiß eben schon nicht. Weiter, weil ich schon teilweise ein bisschen gequest, aber nie ganz fertig. Ich habe eigentlich jemanden mit meinem Hardcore machen. Mit dem sogar mit gequest. Ja. Ja, hakataka paka! Hingi mingi mingi! Shakataka tuku! Huku tuka laka laka! Hakataka saka saka! Niki niki naka! Niki knaki nabai saki! Ja, das war sowieso. Also, und dann gehen wir mal rum. Sach verkloppen. Das sind die besten Preise an diesem Also, hallo, gehen wir hier mal heim ein richtiges Fett auswischen. Weil sein Kommandant kann... Der Stoßtrupp hat die Ulgo-Einrichtung zerstört. Die Killig-Angriffe sind bereits um 40% zurückgegangen. Euch das Kommando zu übertragen, war dann wohl doch die richtige Entscheidung. Vielen Dank, Sir. Und das ist sicher euer Stoßtrupp. Euch zu sehen ist mir immer wieder ein Vergnügen. Das Vergnügen ist meinerseits. Diese Frau ist unmoralisch. Eure Forschungskommandantin wollte Ulgos Experimente wiederholen. Tatsächlich? Darüber werden wir uns später noch unterhalten, Kommandantin. Ja, Sir. Meine Lauden, Perlo. Amkakalam. Aber dann können wir Haus Ulgo selbst angreifen. Das haben wir euch zu verdanken. Gleich. Wir hatten unsere Schwierigkeiten, aber ich bin bereit, darüber hinwegzusehen. Und jetzt habe ich Kriegspläne zu schmieden und jede Menge Stimkraft zu trinken. Lol, bist du dumm. Also, ihr seid mir etwas schuldig, ihr seid verrückt. Jetzt fehlt nur noch meine Belohnung. Der Druide wird sich darum kümmern. Ich habe ein paar nette Dinge, die euch gefallen könnten. Ihr werdet sie da draußen brauchen. Ja, hauptsächlich Planeten als Zählstunde brauche ich. Wie willst du das dann? Jo.
Und dann, look. Look at me, I'm the protection mighty paladin. I'm roll on all tank items. Den dat ganz kann man im Kommentar schreiben. Ich soll nicht vorbei, was ich... Ich will Kommentare kriegen. Ich gucke, ob ich immer da so etwas kleines bringen kann. Ja, ah, die Sachen um Spielgeschenk schicken, wo ich aufs Bastel kann. Wo ich auch aktuell nicht spielen. Die ich kann wenigstens jetzt hochbringen. Weil, ich hatte das schon einmal erklärt. Ja komm, bleiben wir einfach mal einmal stören. Die Türkei Problem gemacht. Dick. Lol. Verbesserte Klatscherfahrung. Okay, cool. Also, Events. Also nütz, du hast es auch nütz. Du vermischen ist also Fortschritt. Wie die heute in Alge freizuschalten. Du hast die normal Crew-Fähigkeit und du. Vermischen ist doch. Puh. Das ist schon lange umgegangen, weil mein Vermischen ist also 33. Was ich will riechen. Lebende Legende als Vermächtnistitel, das will ich zwar riechen, Niveau 50. Und dafür werde ich auch viel männlicher Kämpfe muss noch viel spielen. Ich will schon so viel gesucht, weil nämlich viel zu machen aus. Nee, bitte, das war wirklich ein Traum, dass ich eben das kriege. Und statt hat, bitte, das wäre ich happy da noch. Ja. I'm roll on all tank items. Ja. Oh, meine Aktionsdinge sind auch schon gemacht. Ich hatte rausgeholt, wie drin ihre Scheine geflogen. Kommen sie dann hat auch mal all meine Credits River geschickt. Wie die all River geschickt schon sind. Eben schon bei all Charakterhund, wie gesagt, ich war nach 1 Million Credits. Ich war. Bei verschiedenen Charakteren habe ich ganz viel Geld und alles dabei. Ein River geschickt. Zum Hai. Pass mal ab. Und ich eben da ein bisschen gesammelt. Archäologie brauchen wir. Kraftkristall und Unterwelt. Ja, und da bei verschiedenen Menschen, wo ich eben viel hat und alles rüber geschickt an heuer und da. Und da sind schon bald ob 10 Millionen Credits. Am Anfang, klingt viel, das ist auch viel, wenn ihr so guckt. Mehr, du hast immer nur die große Mehr, leider. Wenn ihr dann so gierig stingen hört, dann schon Sachen für 50.000 Credits da gesehen. Ja, die Kniesel, was sind nicht am Gang, hoi? Sie scannen. Ja. Und 50.000 Credits, Peter. Das ist... Nee, 50.000 Credits. Wisst ihr, was das ist? Und... du sagst, ich kann mir das noch nicht kaufen. Und, was ich eigentlich herausfand, tun die Hut... nicht Ausrüstung freischaltbares, verbrauchbare Güter aussetzt. Also, das ist nicht so. Das ist relativ zum Schluss. Einweg Schallreise. Oh, okay, cool. Ach, brauche ich sowieso nicht. Wo haben wir sie los? Tapferkeit. Das ist irgendwie. Ah, Geld. Der Toten könnt ihr just benutzen, wenn er kein Abo hat. Schon mal ein richtig fett am Nestle, aber am Nestle gehört auch, whatever. Ich hatte so viel mit Bullshit verkaufen, aber ich weiß nicht, wenn ein zum X-Ass gehen, ich weiß nicht, man wie Talschen verkauft, das wird schwarz. Also, wir sehen uns dann hier noch im Hai, wenn wir dann mit dem Quest 3 hier weitermachen, da müssen wir dann noch oben, da bist du Killer, bla bla bla. Dann, Alk, und have a nice day!